Gebäude, Häuser verbrauchen weltweit 40% aller Energie. Wie geht man effizient um mit erneuerbaren Energien? In solchen Fragen zählt das St. Galler Forum fürs Management erneuerbarer Energien, dessen diesjährige Ausgabe gestern und heute über die Bühne ging, international zu den führenden Konferenzen. In der Schweiz schwören Umweltpolitiker auf Minergie mit Wärmepumpen in der Erde und Sonnenkollektoren auf dem Dach. Warum überhaupt eine Heizung? Die braucht's doch gar nicht, sagt jetzt ein ETH-Professor für Architektur und liefert den Beweis in Form eines Hauses in Österreich, das fast ganz ohne Haustechnik im Innern auskommt. Marcel Niedermann über Energieeffizienz ohne Minergie und mit. Rudi Kriesi ist Mr. Minergie. Er schwört auf Komfortlüftungen und Wärmepumpen, wie sie in diesem Haus stecken. Dank dieser Haustechnik verbrauchten Gebäude deutlich weniger Energie. Auch der Architekturprofessor Dietmar Eberle hat ein Haus gebaut, das minimal Energie verbraucht. Der Unterschied? Dieses Gebäude kommt fast ohne Haustechnik aus. Sie sei unnötig, verschlinge viel Energie und koste im Unterhalt. Das Minergiehaus in Zürich wurde mit viel Haustechnik der neuesten Generation ausgestattet. In den Eingeweiden des Gebäudes steckt der Herzschrittmacher, die automatische Lüftung. Das sind die zentralen Rohre, wo die Luft mit von aussen ausgetauscht wird. Dann wird sie in das Gerät hineingenommen, wo das Herzstück ist im Grunde genommen von der Lüftungsanlage von dem Haus. Wird hier vorgewärmt im Winter und vorgekühlt im Sommer. Geht weiter durchs Gerät durch, wird auch filtriert da drin und wird nachher über die dicken Rohre hier verteilt in alle Büroräume in dem ganzen Haus. Dank der Lüftungsanlage werden die Büroräume rund um die Uhr mit Frischluft versorgt. Auch sonst bestimmt die Haustechnik und nicht der Mensch, wie das Klima reguliert wird. Scheint die Sonne, schließen sich die Storen automatisch. Dadurch muss weniger gekühlt werden. Die Haustechnik soll die Bewohner vor störenden Einflüssen von außen, vor Lärm und Zugluft schützen. Ganz anders funktioniert das Konzept von ETH-Professor Dietmar Eberle in Lustenau, Österreich. Intelligente Architektur soll die Haustechnik ersetzen. In seinem Haus gibt es keine Heizung, auch Lüftungsschlitze fehlen. Das Haus funktioniert fast ohne Technik. Winzig klein ist das Kämmerchen, in dem die Haustechnik untergebracht ist. Das ist der Technikraum mit Wasser, Feuerwehrleitung, Abwasser, Dach, Abwasser, Toiletten. Und Subzähler für jedes Geschoss mit Sicherungen für jedes Geschoss. Das Geheimnis des Konzepts? Das kompakte Gebäude speichert die Wärme in den 75 cm dicken Mauern und strahlt sie verzögert wieder ab. Im Haus drinnen wird es so nie kälter als 22 und nie wärmer als 26 Grad. Dank der Bauweise kommt das Gebäude auch im Winter ohne Heizung aus. Weil schlussendlich jeglicher Strom, jegliche Person, alles, was in dem Haus passiert, bedeutet Wärme. Diese Wärme stammt von den Computern und der Beleuchtung, aber vor allem von den Menschen, die hier arbeiten. Doch auch hier muss gelüftet werden. Die Lüftungsflügel öffnen sich automatisch, wenn es zu warm oder stickig wird. Durchzug und Lärm von außen findet der Architekt zumutbar. Der Minergie-Vertreter setzt also auf Haustechnik mit automatischer Lüftung und Heizkühlsystem für ein immer gleiches Raumklima. Im Gegensatz dazu will der ETH-Professor ohne teure und wartungsintensive Technik auskommen. Zwei Philosophien mit dem gleichen Ziel: Energie sparen.